Hallo, hier ist Wenke aus Guten Morgen Thüringen. Der Jens filmt übrigens gerade. ihr habt vielleicht schon gehört bei uns, Michis Monstermarsch, eine Aktion von unserem Auszubildenden Michael Sies. Der wird morgen um 18 Uhr einen 100-Kilometer-Lauf starten. Also es ist eigentlich eher eine Wanderung rund um Jena. Wenn ihr Michi gleich seht, wisst ihr auch, warum die meisten Menschen ihm das nicht zutrauen. Aber wir haben so eine kleine Motivationsspritze für ihn vorbereitet, die wir ihm jetzt auf den letzten Metern noch mitgeben wollen. Ich hole den Michi mal ins Studio, der weiß noch von nichts. Moment. Michi? Wir würden gerne für morgen mit dir was aufzeichnen. Gespannt, ob der jetzt den Trainer verdrückt. Kommst du mal? Guten Tag. Hey Michi, moin. Hi. So, immer Frisur mal fragen. Frisur sitzt. Welcher? Ja, Michis vor allen Dingen. So Michi, jetzt wollen wir erstmal eins wissen. Morgen geht's los, 18 Uhr in Jena. Bist du vorbereitet? Geht's dir gut? Also ich fühle mich schon ein bisschen vorbereitet jetzt. Ich habe ja monatelang hart gearbeitet daran, aber ich bin natürlich trotzdem mega nervös und ich habe keine Ahnung, was da auf mich so richtig zukommt, aber ich freue mich trotzdem drauf. Schaffst du es? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich hoffe es natürlich. Ich werde alles geben, um es zu schaffen. Also ich bin schon motiviert und würde es gern packen. Wir haben eine kleine Motivationsspritze für dich vorbereitet. Okay. Die kommt jetzt mit Sicherheit etwas unerwartet für dich, aber genau das war der Plan. Okay. Hör mal. Glaubst du ernstlich, dass ich es schaffe? Was hast du gedacht, als ich dir gesagt habe, dass ich die 100 Kilometer laufe? Du hast eine Macke. Das schafft er nie. Scheiße, ey, nie wieder laufen, diese ganze Kacke, die kotzt mich so an, ey. Kann sein, dass du ein bisschen aggressiv bist? Nein, ich bin nicht aggressiv! Das Thema Aufhören kommt für mich gar nicht in Frage. Ich denke, ich krieg dich dazu. Zur Not trage ich dich den Rest. Ja, eben diesen Schmerz, der dann vielleicht kommt oder auch diesen erschöpften Zustand gar nicht so sehr an sich ranzulassen, sondern das zwar wahrzunehmen, aber nicht so negativ oder überhaupt zu bewerten. Es ist jetzt einfach so, ich kann das sowieso nicht ändern, also nehme ich das jetzt einfach an, so wie es ist. Michi, ich wünsche dir neben guten Wein für den 100er vor allem einen freien Kopf. Versuch immer das Ziel im Auge zu haben, wenn der Schmerz auch, und das wird er definitiv sein, noch so groß ist. Nach 100 Kilometern im Ziel angekommen zu sein, ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und das geschafft zu haben, das wird dir auch keiner mehr nehmen. Und es wird einfach für alles entschädigen, was du vorher durchmachen musstest. Viel Glück. Hey Michi, du sagst immer, ein Tag ohne eine Beleidigung von deiner Lieblings-Dis-Iris ist kein richtiger Tag. Und deswegen heute hier von mir, hast du schon mal irgendeinen Lauch gesehen, der wandern kann? Ich auch nicht. Und trotzdem weiß ich, du bist ein zäher Hund, du schaffst das. Ich glaube an dich. Toi, toi, toi. Michi! Du schaffst das. Ich glaube so fest an dich, das kann gar nicht anders als gut sein. Ja? Du wirst das einfach rocken. Wahrscheinlich bist du schon in 18 Stunden da und legst noch eine extra Runde hinten ran. Und wenn du dann ja sowieso früher da bist und noch ein bisschen Zeit hast, bring mir doch einen Döner mit. Danke. Mein liebster Michi, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Ich glaube fest daran, dass du das schaffst. Dein Knie wird es überstehen. Du brauchst einfach nur den Gedanken daran, an das Ziel. Du wirst jubeln, du wirst weinen, du wirst schwitzen. Und ich weiß ganz genau, dass du das schaffst. Du bist mein Lieblingslauch und deshalb glaube auch ich ganz fest an dich. Deine Caro. Hallo Michi, hier ist deine Chefin. Ich habe einen Spruch für dich, der von Herzen kommt. Und der ist vor allem beliebt unter Sportlern. Und der geht so. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und weil du kämpfst, hast du jetzt schon für mich gewonnen. Michael, servus. Ich bin's, Timmy Thiele von Karls als Jena. Ich habe gehört, du bist ein Riesenfan. Ich habe leider nicht die gesamte Mannschaft hinter mir, weil ich im Urlaub bin, an der Ostsee. Aber von mir, als auch von der gesamten Mannschaft, alles erdenklich Gute für den 100-Kilometer-Lauf in Jena. Mach eine gute Zeit, mach sie alle frisch. Wir drücken dir die Daumen von hier. Alles Gute, ciao. Michi, ich weiß, wie das ist, wenn man sich was vornimmt, von dem man selber weiß, das geht furchtbar in die Hose. Und wenn dann alle um dich rum sagen, lass es lieber. Aber ich sag dir eins, Michi, du hast keine Chance, aber nutze sie. Viel Glück. So, Michi, jetzt wird's ernst. Am Freitag ist es nun endlich soweit. Aber weißt du, wir gehen seit 6 Jahren irgendwie jeden Weg zusammen. Dann werden wir wohl mal diese 100 Kilometer in 24 Stunden weglaufen, oder?
Schön. Also. Ja. Jetzt sind sie alle im Studio. Ja. Dankeschön, Dankeschön. So krass, du stehst da so. Ja, und ich heule. Warum? Weil ich es mir verdrückt habe. Ja, es überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Dankeschön dafür. Hat mich sehr gefreut. Um dich jetzt wieder auf den Boden zurückzukommen, da musst du natürlich jetzt liefern, ne? Das ist klar. Ja, jetzt ist der Druck. Nein. Jetzt ist der Druck da und ich versuche einen Döner mitzubringen. Und Montag früh wollen wir es wissen, wie lange hast du gebraucht? Kommst nicht drum rum. Ja, ja. 80 Stunden wahrscheinlich. Na, vielleicht wenn ich schnell bin. Ja. Wir wünschen dir ganz viel Glück. Danke. Viel Erfolg. Wir wissen, du wirst uns nicht enttäuschen. Ich hoffe auch. Wenn wir das wissen, wird das. Michi, alles Gute. Dankeschön.